Tor. Oder Shattered Halls. Ich glaube, Shattered Halls kommt erst ziemlich spät. Das ist dann auch schon ziemlich spät. Nein, ist dann 66, das ist noch nicht so ziemlich spät. Gell? Doch. Nein, das beginnt erst ab 67. Astwiki. Der 67 ist eher so die Straße zum Endcontent, ja? Aber nicht Endcontent selbst. Na, so ist das halt. Mal schauen. Ich bin 40 Minuten jetzt gequestet und 115.000 gemacht. Das ist dieses... Aus Imus, erst Imus. Was? Mach dich nicht lächerlich. Ich habe mir ein Glas Almdudler eingeschenkt. Okay. Entschuldigung. Als wenn ich so solche Sprüche zum Lateinlernen nötig hätte. Ich sag's zum dritten Mal in diesem Let's Play. Ich war ja Kursmeister. Ich treffe mich mit meiner Lateinlehrerin immer noch wöchentlich, um dir herauszufinden, wie das passieren konnte. So, hast du die Scheiße zusammen? Ich hab die Scheiße zusammen. Dich auch noch ein bisschen beobachtet, wie du das machst. Ich wollte halt von den Besten lernen. So, Seegeister töten zu können. Und ich hasse dieses Quest hier übrigens. Eine Seegeister? Mhm. Warum? Das ist einfach ein Kill-Quest. Ja, aber es ist im Wassergold und das verlangsamt es extrem. Oh, möchte jemand was sagen? Möchte einen Toast aussprechen. Das wäre scheiße, wenn einem das passiert, so in einer größeren Gesellschaft. Man macht einen Team und alle gucken einen an. Ja, aber was sagst du denn? Da braucht man immer so eine Sprüchepalette, die immer passt. Das sagst du. Ich möchte auf die Braut anstoßen. Ja, nach einer Beerdigung. Aber wir tragen doch alles schwarz. Oh. So, es ist schon überstanden. Und man kann doch in der Plattenrüstung nicht so rumtauchen. Seriously. Stimmt, da kann man im Grund laufen. Ah. Bis du ertrinkst, weil dann musst du nicht wasserdicht ist. Du siehst nämlich aus. Egal, wie krass du dir Mühe gibst, ja. Spätestens beim Visier werden die im Mittelalter gescheitert sein. Gequälte Erdgeister töten? Jo. Eigentlich krass, dass man hier gegen Elemente kämpft. Aber. Man hier wird von den Charakteren erwartet, dass sie so einem Erdgeist einfach standhalten.
It's an MMO. Wow, OG Loke. OG Loke. California Man. Ich erinnere mich an das Quest in GTA, wo man ihm seine Anlage da besorgen musste am Strand. Ja, ich bin ja am letzten dran. Jo. Können wir gleich die Hütten abfackeln. Wir haben einen Hüttenzauber. Hier, lass Netherways Quest mal annehmen. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Oh, bitte. Das Crash-Log ist voll. Ich habe nicht Danke gesagt. Bescheid, wenn du alle hast. Ja, ein paar Zange-Quests rausschmeißen. Oh mein Gott, wie viel Missklicks. Hast du alle Zanger-Quests rausgemacht? Ja. Yep. Yep. Und habe alle. Okay. Sind wir nicht gerade in so einer... in so einem Level 65, wo man Höchstlevel hat in Battleground? Ich glaube, das ist im Burning Crusade nicht so. Also zumindest als wir 63 waren, war auch ein 69er bei uns. Ja. Aber wir können es trotzdem mal Battlegrounds eintragen. Ich nicht scannen. Aber hat hier Auge des Sturms eigentlich? Jo, sehe ich auch so. Und das ist so True Infantry Combat, ne? Oh, ich hab die ganze Zeit ohne so ein Main-Skill gelevelt. Also als DBS. Hätte mir eigentlich auffallen müssen, so als Arena-Spieler, dass tödlicher Stoß nicht drin ist. Ah. Und trotzdem habe ich so viel Damage gemacht im Battlegrounds. Du musst halt immer nur zu helfen wissen. Das hat bestimmt auch immer das ganze Akro-Management über den Haufen geworfen. Ich fühle mich, als würde ich eine neue Klasse spielen.
Ja, da sind gute Quests. Ja, kann man eigentlich bis zu den Bossen durchmachen. Jo. Gibt es bestimmt noch den einen oder anderen guten Gegenstand. Ist auch schön, wenn man dann die ganze Area mal sieht. Ja, stimmt, man kommt ja gut rum. Tut ernst, wenn man sowas sagen kann. Wenn es echt so super wichtig wäre. Was soll ich sagen? Das Militär hat mich ein bisschen ernster gemacht, ne? Kosa kann das nicht nachvollziehen, aber so ist es. Sind wir noch in Range? Weiß ich nicht. Ich uns kenne es, ne. Ich habe jetzt 6 Grollhufe. Ich habe auch 6. 3 Vögel jetzt. Und 5 Hirsche. Ja, und 3 Vögel habe ich auch. Hirsche weiß ich jetzt nicht. Hier sind welche. Hier ist 4 Stück. Hier haben wir beide 5. Nice. Ja, nice job, Jungs. Gut gemacht. Und da sind Vögel gleich. Wie krass ich die Leute dann weggenugt habe im Battle. Oh Mann. Todesritter genügt. Ja, meins gegen eins. Das wurde die 3 KMP mehr. Das ist einmal weggemacht. Nicht nur, dass mein Hauptdamage-Ding ist. Nein. Dann noch ein 10% Heal-Reduce. Gut, dass der extra auf deinen Flugmount geht, um dann nur so 5 Meter zu fliegen und dann dort zu reiten nochmal. Nice. Warteschlangen sind gar nicht so schlimm. 12,5 Minuten. Ja, eigentlich ganz okay. Das macht nach Adam Riese 5,75 Minuten. Meinst du, wir haben 2 drin? Ja. Weil sind ja nur Durchschnittszeiten. Natürlich. Also da verlässt du dich aber auf